Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulimar. Wir stehen da, wo wir aufgehört haben. Allerdings waren wir zwischendurch Nahrung sammeln, wie man unschwer an unserem Nahrungsanzeigeding erkennen kann. Und wir haben so ein paar Zauberrollen gekauft. Ja, und wir hatten ein Level up. Richtig. Weil wir einem Kampf begegnet sind, den wir machen mussten. War nichts Spektakuläres, man hat nichts verpasst. Dann skillen wir mal Trap Disarming. Ja, bitte. Und Quick Strike würde ich auch einfach. Oder warum lernt sie nicht auch den Aim Strike? Attack Rating bei 20 und da sind wir jetzt schon bei 18. Aber sie ist auch schneller, also. Keine Ahnung, was besser ist. Ob es jetzt mehr Attack Rating besser ist oder ob öfters Zuschlagen besser ist. Aber da sie ja eine Waffe hat, die Blutung macht, ist öfters Zuschlagen besser, weil wir dann mehr Blutung stacken. Das ist leider wahr. Ja, den lernen wir mal. Warum nicht? Dann kriegt sie auch mal Energie. Ja, die ist immer sehr, sehr... Und Konstitution. Ne? Und dann machen wir mit dem letzten Punkt hier Immunity. Ja, das war klug ausgegeben. So, mal schauen, ob wir die Falle entschärfen können. Ja, fast. Och, guck mal, wie das blinkt. Ja. Das ist wild. Muss man halt auch wissen, was man macht. Ha, entschärft. So. Machen wir erst die? Ne, wir lösen erstmal das Rätsel. Die Hebel. Da haben wir nach der Aufnahme der letzten Folge schon wild rumprobiert. Ja, dann hatte ich es mal wieder gelöst. Ja, von wegen 3 in einem Block. Huch, huch. Spinnen. Ah, willst du echt wegbrennen? Nein. Ich glaube, das ist gut. Nicht. Ja. Hier ist ja noch nicht mal ein geheimer Teleporter. Vielleicht ist er so geheim, dass er unsichtbar ist. Also wir gehen unten. Ja, muss. Muss? Ja. Ja, muss man hier hoch, aber wie hoch? Du musst oben rum sogar. Nee. Da. Ja, ja, aber gehen wir jetzt hier gerade hoch? Ja, ja, sonst geht's. Passt es nicht. Hier würde nach rechts. Siehst du? Ich weiß, wie es geht. Oh, 21. Da müssen wir weit gehen. Hoch. Ja, gehen wir am besten nach oben lang. Jetzt müssen wir auch noch ganz nach unten, ne? Ja. Irgendwann musst du nach unten. Musst nach rechts. Naja. Zumindest wird man stark entlohnt. Ja. Sagt man das so, stark entlohnt? Nein, nee, ne? Ich werde es verbrennen sollen. Hinterher ist man immer klüger. Na gut, haben wir Geld gespart. Aber da war ja noch kein geheimer Teleporter drin. Außer er war so geheim, dass er unsichtbar ist. Deswegen müssen wir jetzt hier kämpfen. Oder er war noch in einem geheimen Raum im Geheimraum versteckt. Nein, das ist hier nicht Inception. Hier gibt es nur Geheimräume, die eindeutig als solche zu erkennen sind. Also wir töten erstmal hier die Heilerin da hinten. Deswegen wir erstmal den Rüsten verbrennen. So, dann wollen wir hier mal die Quick Strike. So, komm, Crit. Er crittet halt zu wenig. Ja. Stimmt. Aber was wollen wir tun? Also Rage, wir skillen ja schon immer Rage. Also wir verbrennen jetzt schon den anderen, weil der dann stirbt. Ja, der ist... Geschichte. Guck mal, wie oft sie dran ist. Also da hat sie keinen Mana mehr. Aber sie ist oft dran. Ja, aber ihr sollten jetzt irgendwas machen, dass sie... in Mana-Sachen verbessert wird. Na, wir wählen ja nicht Meditation ganz oft. Warum? Ich glaube, das bringt erst ab einem gewissen Punkt viel.
Ja, so. Dann muss man ja irgendwann mal anfangen. Ja, aber... Wir werden ja schauen, was wir machen. Ja, sie muss ja auch eine andere. Sie hat ja auch eine andere Aufgabe. Wir sind gerade im zweiten Schloss. Ja. Wie viele gibt's? Es gibt vier Prinzen. Das heißt, wir haben nicht nur die Hälfte. Ja, stimmt schon. Und es gibt, glaube ich, 7 Tempel. Und wie viele haben wir? Ein. Ja, siehst du? Ha. Ja, Versager. Warum versagt der eigentlich? Am Anfang haben die nur weil so versagt. Weil der brennt. Oh. Vielleicht sind die auch so einschüchternd. Sie mit dem Bogen. Kann nichts ausrichten. Das Feuer. Gut, dass die mit den Schwertern was dagegen ausrichten können. Ja, die können sich löschen. Mit den Schwertern können sie sich schlagen. Und löschen damit. Ja. Ja, genau. Kein Level Up. Hatten ja auch genug in der letzten Zeit. Ich dachte, Ixos hätte eins. So, was haben wir denn hier? Oh, die Waffenhalle. Bitte seien Sie vorsichtig aufgrund der vor kurzer Zeit gelegten Fallen. Na, verdammt. Hm, bestimmt Mäusefallen. Keine Prinzenmörderfallen. Doch, ich glaube, genau solche sind das. So mit Feuer und Pfeilen und sowas. Hm. Aha! Warum liegt eigentlich so Schutt? Ich weiß nicht. Die Putzkolonne war lange nicht da. Oh, da sind doch die Fallen. Das ist auch hier ein Schalt. Und Maximum Powerpoints plus 6. Das E-Bunny Magic Shield. Och. E-Bunny, wie Elektrohase. Ja. Ja, so heißt das. Hab ich mir noch nicht ausgedacht. Ich glaube, Ebony ist, wie heißt es denn? So schwarzes Holz. Ebenholz. Ah, genau. Ja. Hat jemand bei Schneewittchen nicht aufgepasst? Doch, daher kannte ich es ja. So, bei dem kommen wir nicht weiter. Ach, guck mal hier, der Weg ist ganz versperrt. Oh nein. Besser, dass man die Wachen noch umgehen. Verdammte Fallen. So, was kriegen wir denn hier? Oh. Giftresistenz. Ja, ich würde es einfach Giftresistenz nennen. Oh, was ist das denn? Wunden können wir damit heilen. Ich dachte, das wäre so Goldstaub. Sind doch überlastet. Ja, aber das hat ja nur einen Effekt auf unser Movement, was ja, wir auf der, beeinflusst nicht unseren Kampf. Und wir sind ja in einem Gebäude. Das heißt, wir verbrauchen nicht mal Nahrung. Erheblich weniger, wenn wir überhaupt welche verbrauchen. Ich glaube, in irgendeinem Patch wurde das... Ein Katana. Das ist, sieht ziemlich mächtig aus mit 7 Blutern. Ja. Jetzt sag mir bitte, dass Freya das führen kann. Noch nicht. Vermutlich. Ihr Schwertskill ist wahrscheinlich nicht hoch genug. Naja, ihr Schwertskill ist wahrscheinlich bei 10. Was braucht es? 14. Ja, dann werden wir dazu jetzt skillen. Also. Und jetzt wissen wir, was wir skillen mit dir. Ja, hätten wir es eben mal gemacht. Ich wollte das erst sagen, aber ich hab's dann vergessen. Und für mich war nicht, ich hatte es wirklich im Sinn. Und dann dachte ich mir, ach komm. Da war gerade ja, das ist ein Schalter. Geheimtür entdeckt. Das ist auch kein Teleporter. Aber eine Truhe mit Gold. 11. Ich habe ein Skillbuch drin, was uns den Schwertskill verbessert. Nein, Symmetrie.
Ah, zumindest einen Haufen Geld. Wir sind voll reich geworden hier in dem Tempel. Schloss. Oh. Meine ich doch. Na, schaffen wir, oder? Ja, sollten wir. Wir müssen die Kämpfer jetzt mal mitnehmen. Ja, das ist langweilig. Also es hat sich ja niemand geäußert, ob wir es offscreen machen sollen oder nicht. Ja, wie gesagt, wir machen das auch gerne offscreen. Das Grinden. Jetzt vielleicht in dem Tempel weniger, aber warum nicht? Gehen wir ja auch. Wenn wir noch mächtiger. Ich würde beide töten. Andererseits wäre es bei den anderen besser. Ja, wir brauchen die anderen. Die Inks lachen hier. Schlagen wir so oft. Ach. Was ist das denn? Uiuiuiui. Damit hätte niemand rechnen können. Wenn sie hinter den einen läuft. Oder sehe ich das falsch? Sollte sie tun. So, Stun. Sehr schön. Das ist, wirkt scheinbar wirklich, wenn die dran gewesen wären. Ja, ja. An der Stelle. Das ist ja vernünftig. Das ist halt doof. Dann verbrennt der da. Und dann denkst du, aber auch bald verbrennt er, bald verbrennt er. Und dann wird er einfach nach hinten gesetzt und verbrennt nicht. Das wäre echt doof, dann würde man sich selber schaden mit dem Stunten. Ja. Seid ihr klein noch hier? Ja, es ist ja. Nicht so die Herausforderung. Ja, da krittet er. Ja, wenn wir es nicht mehr brauchen. Er macht halt gerne Sachen, die man nicht machen müsste. Also lässt einen raushängen, wenn er sagt, ja, hier, den zerschmetter ich. Immer auf die Kleinen. Das ist halt, ja, siehst du? Ich hab's gesagt. So, Level Up für Ixos. Ja, wusste ich doch. Ja, Freya auch schon wieder dick hier am Level Up haben. Balde. Yoda. Nein, Freya meine ich. Ja. Ja, siehst du, er hat doch schon fast wieder. Oh, was ist denn das hier? Das ist neu. Steadiness. Oh, until reaching total immunity for this effect. Oh, dafür brauchen wir aber 40 Skillpunkte. Wenn das immer um 10 steigt. Na, ja, willst du jetzt weiter als Rage skillen, oder? Ja. Nee. Also ich kam auch ganz gut ohne die Steadiness zurecht. Also ich hatte keinen, der das hatte. Ja, aber das 1% Crit mehr. Ja, das 1%. Ach, so schwierig. Ja, wir machen das 1% Crit und von unserem Geld kaufen wir Skillpunkte. Dann werden wir demnächst viel Sachen ausgeben. Agility. Das hängt ein bisschen nach. Wohl wahr. Ach, jetzt können wir uns hier gar nicht regenerieren. Oh. Ungünstig. Oh, noch ein Messer. Pole Weapons 11 hat niemand und wird auch niemals jemand erreichen. Ja, das stimmt. Also, unsere Magier, ne. Hier müssen irgendwo. Muss irgendwas zu essen sein. Und nur ein stilles Örtchen suchen. Picknicken können. Ja, ihr sucht ein stilles Örtchen zum Picknicken. Ja, wobei es hier nicht geht, obwohl es. Ah, weil du in den Dingern drin hängst. Ja, Spinnenweben mögen wir ja nicht. So, die sind doch easy. Ja. Aber die machen wir in der nächsten Folge.
So machen wir es. Und dann erobern wir das Schlafzimmer. Bis dahin.